So, und es geht weiter. 12 auf See. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Gerne doch. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Wow, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Meinst du von Piraten gemacht? Klar. Naja, vielleicht ist lieber oh. Ja eher sowas. Fast festgefahren. Eine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Oh, eine Höhle. Ah, nee, doch nicht. Vorräte von der früheren Expedition. Hm. Okay. Ah. Was hast du da? Lesen. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Hakenkreuz. Hakenkreuz. Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern eines verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans. Einen Schritt näher an der Erfüllung des Schicksals, das Großvater Burns ungerechterweise verwehrt blieb. Kapitän Darby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Fluss unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht. Ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Dovers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden. Und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Insel. In diesem Moment zum Luftholen drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Insel überkommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um die Aussicht mit mir zu teilen, dass ich sie dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein. Und ich bin sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meinen, werden wir in spätestens einem Monat mit Averys Schatz ruhmreich nach Hause segeln. Scheiße, Sam, das hat Burns Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Ich frag mich, was der Kerl erlebt hat. Tja,
Tote reden nicht mehr. Ruhe in Frieden. Ja. Rest in Peace. Ich glaube, wir fahren mit dem Boot weiter. Komm schon, wir legen ab. Ja, ich komme. Ups. Von der irren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen. Hat er irgendwie die richtige Idee? Nave, da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Finden wir einen Weg zum Turm. Ja. Oh. Das ist ja top. Hält doch. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Okay, dann mal rauf. Zack. Hier lang. Na komm. Dann halt so. Gut aus. Ja, wunderbar. Du hast einen neuen Eintrag. Und ein Symbol. Ein Kompasspfeil? Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall drauf drücken. Mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. Ach, direkt neben dem Boot. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen.
Ach, da fahren wir mit dem Boot rüber. Hä? Aus dem Boot raus. Wir können los. Okay, nur keine Hektik. Na komm, festgefahren. Hey, schau, da drüben ist noch ein Pfeil. Ob ich hier richtig bin? Schon mal da, Delfin. Ja, du hast doch sicher schon mal Delfine gesehen. Ja, schon. Das ist viele, viele Jahre her. Die haben sich in der Zwischenzeit nicht groß verändert. Hey, Nathan, wir kommen vom Kurs ab. Oh, wirklich? Ja? Also doch. So, wo war denn jetzt der letzte? Ich glaube hier, oder? Folgen Sie den Steinpfeilen. Aha. Da war auch einer, glaube ich, oder? Na, ich bin doch wieder verkehrt, oder? Ah, nee. Ich glaube, wir haben hier schon alles durchkämmt, Nathan. Ja.
dir noch einfallen? Ja, jetzt sehe ich den auch. Das gibt's doch nicht. Warum zeigt er denn jetzt hier wieder diesen Pfeil an? Da war ich doch jetzt schon. Da. Versteckte Höhle, Stufen. Sieht vielversprechend aus. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Ja, aber ich glaube, ne. Wollte ich gar nicht erschrocken. Na komm. Irgendwo kann man hier klettern, aber wo? Wo? Hier in der Mitte?
Was? Kann man da? Nee, da kann man nicht klettern, ne? Steuern wir das Boot unter dem Pfeiler. Nutzen Sie das Boot, um auf die Säule zu klettern. Sag das doch. Hochzuklettern? Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt? Klar. Also ich find's verdammt cool. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Wow, wow. Wow, wow. Ja, wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für ihn, was? Na, er hatte das Geld. Er kann, der kann, stimmt's? Komm, gehen wir näher ran. Nee. Ach, da ist er doch schon. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Los. Okay, komm durch. Ja, klar doch. Mann, ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Nein, da geht's nicht drum.
das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Diswas. Was sonst? Keine Ahnung. Oh, eine Seilbrücke. Dort. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam, was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da?